Moin moin, grüßt euch. Mein Name ist Johannes Ziegler. Ich bin Kameramann, Steadicam Operator und Filmemacher. Ich wollte mit euch eine kleine Review machen. Und zwar habe ich das Dehonsa Film Plugin bei mir reingeladen. Und zwar nutze ich Adobe Premiere zum Schneiden und grade da einfach auch. Ich bin kein professioneller Color Grader, aber bei so kleinen Projekten mache ich das dort einfach selber. Und fand das Dehonsa Film Plugin sehr interessant, weil damit lässt sich ein analoger Filmlook kreieren. Scheinbar sehr, sehr einfach. Ich habe diese Szene, die ihr hier seht, mit diesem Gegenlicht und ein bisschen Kontrast einfach mal reingeladen. Wir können uns das hier zusammen angucken und einfach ein bisschen rumspielen und gucken, ob es funktioniert. Also Videoeffekte. Und dann haben wir hier Film-Emulation. Da gehen wir drauf. Da ist es. Dann ziehen wir das doch einfach mal auf den Clip. Und man sieht sofort, irgendwas ist passiert. Vielleicht ist es ein Preset, was auch immer. Ja, es sieht auf jeden Fall sofort, sagen wir mal, analog aus, körnig. Okay, schauen wir mal. Wir gehen jetzt auf den Clip und auf Effekteinstellung. Und dann haben wir hier Dehonsa Pro V2.0 und gehen mal den ersten Punkt. Input Source ist Rec 709. Wir können aber auch sagen Choose Camera. Und das finde ich super krass, weil wenn man jetzt hier drauf geht, dann hat man wirklich Apple iPhone, Arri Alexa, klar, Blackmagic, Canon, DJI, Fujifilm, Panasonic, Red, Sony. Genau. So, was meint ihr mit was ich gedreht habe? Ihr könnt ja mal raten und ich werde gleich das Rätsel lösen. Und zwar mit der Sony Alpha 7 Mark IV S-Log 3. So, da hat sich definitiv was verändert. Es ist richtig schön warm geworden und die Körnung ist ein bisschen feiner. Kontrast ist auf jeden Fall ziemlich krass und die Sättigung auch. Jetzt können wir hier den Input verändern, also heller oder dunkler machen. Wir können sagen, gut, wir haben es doch ein bisschen kälter gemacht oder noch wärmer. In diesem Fall würde ich sagen, ein bisschen kühler. So. Und Tint können wir auch noch ein bisschen Richtung Grün oder Magenta, Lila ziehen, je nachdem. Das ist natürlich jetzt jedem überlassen. Und das Spannendste ist eigentlich wahrscheinlich für alle das hier. Film, Profil. Da haben wir einige Möglichkeiten. So, von Adox, Aqua, Fuji, Fujicolor, Kodak, Konica, auch so kleine Rollei, was auch immer. Und da kann man alles einfach durchgehen und gucken, was einem von Anfang an einfach zusagt. Und dann seht ihr, wie sich das verändert. Ich bin nicht so ein Film-Nerd, der jetzt sagen kann, ich habe schon mal Aquacolor XRS 200 benutzt und weiß genau, wie es aussieht. Und ja, so sieht es aus. Gar keine Ahnung. Ich mache sowas einfach immer intuitiv. Also ich gehe durch, ich gucke, was mir gefällt und das nehme ich. Und ja, bin dann halt happy oder nicht. Schwarz-Weiß geht auch. Und das sieht auch crazy aus. so. Sinister, genau. Also, was cool wäre es eigentlich, wenn man mit den Tasten irgendwie durchgehen könnte, mit den Pfeiltasten, aber sobald ich das mache, verändere ich einfach nur in der Sequenz, wo ich stehe. Von daher bringt das jetzt nichts, da muss man sich einfach so durchtasten. So, auf was haben wir denn Bock mal auszuprobieren? Wir können mal Kodak Vision 3 nehmen. Das sieht doch fein aus, oder nicht? Dann lassen wir das. 500 Tungsten. Alright. Wir können hier nochmal die Helligkeit ein bisschen nachjustieren und können jetzt weiter filmen. Developer. Da können wir nochmal, also man muss es vorher aktivieren. Das habe ich gemerkt. Und dann können wir noch Kontrast hinterher schießen. Quasi bei der Entwicklung oder Kontrast auch rausnehmen.
Genau, ich würde sagen, ich lasse es mal so stehen, wie ich Bock habe. Und spiele ein bisschen weiter rum. Ich denke, das ist auch für euch so das Spannendste, eigentlich zu sehen, okay, wie verhält sich das? Color Boost. Klar, man kann übertreiben, aber das sieht dann halt auch nicht mehr natürlich aus. Also sowas. Film Compression. Ne, dann White Point. Da kann man alles Mögliche noch verändern. Also die Möglichkeiten sind schon recht groß. Das Weiß. Das ist halt ganz schön. Jetzt könnt ihr über meinem Kopf, habe ich ja da diese Lampe. Und da könnt ihr sehen, was passiert. Sehr, sehr gut. Auch am Gegenlicht. Ja, man kann das hier ein bisschen hochziehen. Tonal. So, und die Color Density. Print. Profile ist auch interessant. Hat man auch nochmal Möglichkeiten. Nicht so viele wie beim Filmmaterial. Aber irgendwie auch ganz cool. So. Und da kann man auch nochmal Sachen verändern. Color Head, da geht es weiter. Da könnt ihr auch nochmal einzeln die Farben beeinflussen. Was, glaube ich, für viele interessant ist, ist Film Grain. Da können wir von 8 mm anfangen, ISO 50, ISO 250, 16 mm. Es wird ein bisschen feiner, 35 mm, ISO 250 und dann ganz am Ende zum Beispiel 65 mm und ISO 500. Da gehen wir doch mal auf ISO 50. Und ihr seht, die Körnung ist sehr, sehr fein. Wenn ich jetzt auf 8 mm ISO 50 gehe, haben wir das. Genau. So. Dann gibt es Halation. Da schauen wir mal. Aktivieren wir das und spielen mal ein bisschen rum. Wir gehen mal auf 8 mm. So, da seht ihr an den Kanten, was passiert. Wir können ja mal ein bisschen reingehen. Gehen wir mal auf 150%. So. Und gehen wir mal auf 16 mm. So, da glühen die Kanten jetzt nicht so stark. Das wird immer weniger. So, da ist wieder ziemlich viel. So. Also das ist eigentlich auch ein ganz schönes Ding, wo man auch noch mal was machen kann. So, wenn man möchte. Vignette. Tut sich da was? Müssen wir enablen, selbstverständlich. So. Size. So, da kann man also auch noch was machen. Film Breath. Das sehen wir im Standbild nicht. Das ist quasi das Atmen von dem Film. Also das, da müssten wir es laufen lassen. Das können wir mal schauen. Okay, ihr seht es einfach arbeiten jetzt im Laufen. Es ist noch nicht gerendert. So. Würde ich sagen, wir schauen mal einen Unterschied. Zack. Zack. Ich werde euch das noch gleich ausspielen. Genau, ihr seht die ganzen Punkte, die ihr hier habt. Ich habe bei einem anderen Projekt das so gemacht, dass ich das Tool reingeladen habe, mir das so gezogen habe, wie ich es haben wollte und dann noch separiert dazu quasi ein bisschen feiner die Farbkorrektur noch angepasst habe, weil ich würde sagen, es kann das nicht komplett ersetzen. So, dann kommen wir mal zu einem Ende und ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und abschließend würde mich extrem interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Kommt das wirklich an diesen analogen Filmlook heran? Ist das realistisch? Und ja, kann es das vielleicht sogar ersetzen? Oder sagt ihr, nee, dieses gewisse Etwas analog, auch das Arbeiten ist natürlich total anders, kann es nicht ersetzen? Ja, also, was sagt ihr? Analog oder digital mit Dehorser Plugin? Scheiße. Da war noch ein Film drin. Das wird teuer.
Okay. Macht's gut. Ciao.